Freunde des guten Geschmacks und damit willkommen in einem neuen Video. Was geht ab? Wow, Alter, ich bin einfach unglaublich überwältigt. Einfach dieser Kanal. Ey, was ihr da tut, vielen, vielen Dank dafür. Einfach krass, diese Klickzahlen, die ganzen Abos und so. Ey, absolut überwältigt. Vielen, vielen Dank dafür erstmal an dieser Stelle. Ja, ich möchte heute einfach mal ein bisschen darüber reden. Vielleicht für auch den einen oder anderen, der sich eine Harley zulegen möchte. Einfach mal, den es interessiert. Wäre natürlich mega geil bei den ganzen Leuten. Ich weiß ja, einige von euch fahren selber Harley. Dass ihr das Ganze vielleicht auch ein bisschen in den Kommentaren ein bisschen erweitert, wirklich für Leute, die am Überlegen sind, umzusteigen oder so. Einfach so mal, ich möchte meine persönliche Meinung dafür jetzt einfach mal so ein bisschen teilen. So, was ich für Erfahrungen gemacht habe, jetzt seit ich Harley fahre, wie zufrieden ich mit dem Ganzen bin und. Und wie gesagt, würde mich mega freuen, wenn ihr das Ganze noch mal ein bisschen mit unterstützt, indem ihr wirklich auch vielleicht eure Meinung ein bisschen in den Kommentaren teilt, beziehungsweise wirklich einfach ja, noch weitere Tipps gibt. Ja, grundsätzlich erstmal würde ich sagen, was hat mich dazu verleitet, eine Harley zu kaufen? Ich persönlich hatte schon immer mal irgendwie einfach auch Bock, mal eine Harley zu fahren, zum ersten. Zweitens hatte ich ja halt doch immer mal gesagt, wenn, soll es eine 48 werden. Ja, alles in Erfüllung gegangen bis hierhin. Ich persönlich habe mich aber auch ein bisschen ausprobiert. Das heißt, wie ihr ja schon wisst, ich habe es ja schon öfters mal erzählt, ich habe mit einer Z1000 angefangen. Dann habe ich eine Kawasaki 1100er C4 gefahren. Habe danach mir meine Suzuki gekauft, die SV. Und gar nicht, vor der SV hatte ich mir eine Suzuki, wie heißt das gute Stück, LS650 zugelegt. Die LS650, das ist ein Einzylinder, hatte glaube ich, ja, 650, wie der Name schon sagt, 650 Kubik Einzylinder, also mega geil. Ein Pott, das Ganze, war mega cool eigentlich auch. Das ganze Ding war mega geil als Bobber umgebaut, aber man muss an dieser Stelle einfach sagen, klar, ist mega geil, war, finde ich jetzt für mich persönlich qualitativ natürlich aber nicht das, was eine Harley erreicht. Also angefangen bei der Federung, bei den Kurvenverhalten und. Ganz klar, kann man auch so nicht vergleichen. Aber trotzdem mega kleine, coole Bobber gewesen. Ja, und somit bin ich auch auf das Ganze gekommen, weil ich bin davor natürlich auch, wenn man Z1000 und sowas fährt, fährt man natürlich auch gewissermaßen anders. Und klar, Harley fahren muss man einfach wissen, Harley fahren ist was anderes. Also für mich ist Harley fahren die absolute Entspannung, absolute Liebe und auch irgendwo, ich sag mal, ein absoluter Lifestyle. Also ich feiere das auch immer wieder, mich auf diese Harley zu setzen. Ganz ehrlich, wenn ich das Teil aus der Garage raushole und das nur vorm Garagentor steht, Alter, ich gehe kaputt. So, zum ersten. Dann wurde ich auch gefragt, auch unter anderem in anderen Videos in den Kommentaren, wurde ich jetzt gefragt in einem, unter einem Video, auch wegen Fußrasten, Kurvelage, dies, das und so, wozu ich nur sagen kann, ja, ich persönlich, ich habe auch schon mal mit der Fußraste aufgesetzt. Ich habe allerdings auch diese Abstandshalter an dem Fußrasten noch dran tatsächlich. Was ich allerdings viel schlimmer finde, ist, ich habe auch schon in einer Kurve mit dem Auspuff aufgesetzt. Was natürlich bei der MCJ so eine Sache ist, denn dadurch, dass sie halt dieses V-Auspuffrohr hat, dass das quasi die Auspufftöpfe nicht verschoben sind, sondern direkt untereinander sind, ist sie natürlich auch ein bisschen tiefer. Also ein Kollege von mir fährt eine Jekyll and Hyde an der Sportster, wo die normalen die normale Auspuffführung, sage ich jetzt mal so, dieses hintereinander nebeneinander ist, da ist der Auspuff natürlich noch mal ein bisschen höher. Also spielt natürlich, finde ich, auch ein bisschen mit rein. Ja, grundsätzlich klar, Harley fahren ist was anderes. Also man ist entspannter, finde ich, man fährt halt anders. Man kann natürlich mit einer Harley auch gut vorwärts kommen, also man kommt natürlich auch sehr gut vorwärts. Aber ja, wie gesagt, Harley ist für mich draufsetzen, einfach so wie hier gerade, die Aussicht genießen, einfach cruisen, den Edersee genießen und vor allen Dingen den Sound genießen. Und das ist, glaube ich, das, was das ganze Harley-Fahren auch so unglaublich geil macht, einfach dieser Sound.
ich möchte es nicht mehr missen. Also ich liebe es. Ich feiere es komplett, Harley zu fahren. Es ist halt aber auch einfach, ja, wie gesagt, ne, der Sound, das Gefühl, die Freiheit, alles halt. Es gehört halt alles dazu. Ja gut, dann muss man natürlich wissen, finde ich, egal was man sich kauft, es gibt einen riesen Marktanteil, also, und das, finde ich, macht wiederum auch eine Harley aus. Jeder individualisiert sie nochmal für sich und das finde ich einfach geil. So, also meine Sportster zum Beispiel, wenn ich die neben Kumpel seine stelle, abgesehen von den Felgen und von dem Tank, sehen diese Motorräder komplett unterschiedlich aus. Einfach, er hat einfach, sage ich mal, seine schon ein bisschen länger, hat schon ein bisschen mehr Zeit investiert und so und hat halt schon mega geile Umbauten gemacht. Keine Ahnung, fängt halt an, anderer Lenker, Tanklüft, verkürzte Federn, vorne den Spoiler dran, dann unterm Tank alles weggeräumt, dass quasi der Zylinder schön frei ist, den Tacho an die Seite gesetzt, ein gekürztes Heck, breitere Reifen hinten drauf und. Und diese Harleys sehen, wenn sie nebeneinander stehen, einfach nicht gleich aus. Also schon gleich, aber man sieht diese ganzen Umbauten. Und das muss ich persönlich sagen, das finde ich macht es halt aus. So, weil jeder seine Harley für sich anhand diesem riesengroßen Teilemarktes, den es gibt, für sich individualisieren kann. Und das finde ich halt auch nochmal geil. Klar, kann man bei anderen Motorrädern auch, aber ich glaube nicht so in diesem Umfeld. Also so, klar, brauchen wir jetzt nicht über Auspuffanlagen reden, ne? Das, bei jedem Motorrad gibt es, keine Ahnung, x-beliebige Auspuffanlagen, das ist ganz klar. Aber ja, wie gesagt, das ist nochmal so, ne? Ja, weiß nicht, wie gesagt. An dieser Stelle, wenn du das Video bis hierher geguckt hast, dann erstmal vielen Dank dafür. Dann scheint es ja auf jeden Fall sehr zu interessieren. Dann lass doch bitte einfach nochmal ein kleines Abo da. Kostet nichts, unterstützt mich. Ich will da jetzt auch keine große Werbung oder irgendwas für machen. Aber wie gesagt, abonnier die Glocke, dann verpasst du halt auch nichts mehr. Würde mich mega freuen. So, weiter im Text. Ja, der nächste Punkt, der für mich halt auch sehr wichtig ist, aber gut, das hat man wiederum auch fast bei jedem anderen Motorrad genauso halt, ne? Einfach diese Freiheit, also so, keine Ahnung, so, man ist halt einfach so in der Natur, du bist draußen, du spürst die Luft, aber das ist ja, wie gesagt, das hat man halt bei jedem Motorrad, klar, bei der Harley oder generell, sag ich mal, bei einem Shopper oder sonst irgendwas in der Art, einer Bobber, hat man halt einfach das Ganze nochmal durch eine andere Geschwindigkeit, weil man halt wirklich mehr cruist und gemütlich fährt, ja, wie gesagt, so wie hier, man genießt halt einfach diese Aussicht so, man genießt die Natur und absolut geil. Ja, ein sehr wichtiger Punkt, finde ich, also der mir am Anfang doch sehr, sage ich mal, nochmal, der nochmal ins Geld gegangen ist, ist halt aber auch einfach Klamotten. Denn, ganz ehrlich, wenn man davor, keine Ahnung, so wie ich jetzt irgendwie eine Naked oder irgendwas gefahren ist oder man fährt eine Supersportler oder irgend sowas, ja, ganz ehrlich, du setzt dich in deinem Volllederanzug, setzt du dich nicht auf eine Harley drauf. Das wirst du nicht tun. Das heißt, du musst auch hier nochmal gucken, dass du dir irgendwie komplett neue Klamotten organisierst. Fängt an, ja gut, ne, je nachdem, wie man halt fährt. So, Schuhe, Hose, Jacke, Helm, so, ne, klar. Zur Harley, man muss wissen, bei Harley, ich habe, also ich persönlich, wie gesagt, ich rede immer nur von meiner Meinung, von meiner Erfahrung. Und wenn man einer, also ich persönlich, achte halt bei Teile kaufen oder so schon auch auf Qualität. Und ganz ehrlich, wenn da nur der Name vorsteht, ja, das macht die Teile schon echt teuer. Manchmal denke ich mir, Alter, es ist ein gebogenes Blech, was mir jede Schlosserei fertigen kann, ja. Aber es soll dann keine Ahnung, wie viele von Euro kosten. Und das muss man halt auch immer wissen. Die Reparaturen, es ist natürlich alles ein bisschen mächtiger, also auch ein bisschen vom Preis her, finde ich, teurer. Weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr mal, wie gesagt, in den Kommentaren teilen, ob ihr da andere Erfahrungswerte habt. Ich persönlich, wie gesagt, ich fahre sie jetzt halt erst seit letztem Jahr Oktober und das, was ich bisher gesehen habe, ne, man muss halt, glaube ich, auch einfach vieles selber können. Das gehört halt auch dazu. Also so wie ein Ölwechsel habe ich jetzt auch selber gemacht. Ich habe auch die Auspuffanlage selber komplett dran gebaut und so. Aber das sind halt Sachen, man muss da schon irgendwo, glaube ich, auch ein bisschen selber schrauben können. Gehört halt auch einfach irgendwie, finde ich, dazu. Also ist einfach so. Wertanlage, ja, weiß ich nicht. Ich persönlich, meine Meinung, keine Ahnung. Ich sag mal so, ich habe bisher mit meiner Harley keinen Verlust gemacht. Also seit ich sie gekauft habe, ist sie im Preis gestiegen.
ob es eine Wertanlage ist oder nicht, keine Ahnung, dazu will ich mich auch eigentlich nicht äußern, würde eine zu große Diskussion auslösen. Ich glaube, als Wertanlage, da gibt es definitiv sinnvollere Sachen, aber es ist definitiv auch eine sinnvollere Wertanlage, als sich eine gebrauchte, weiß ich nicht, zu kaufen. Will der jetzt nicht irgendwas gegen irgendwelche Marken schießen oder so, ne? Aber ich sag mal, ich kann ihn auf mich beziehen. Meine Suzuki SV zu Hause wird im Preis nicht steigen. Sagen wir es einfach mal so. Das ist definitiv keine Wertanlage. Eure Meinung würde mich dazu mal interessieren, weil ich habe jetzt meine Meinung mal mitgeteilt. Wollte einfach mal ein bisschen anderes Video machen. Wollte mal vielleicht, wie gesagt, dem einen oder anderen, der überlegt, umzusteigen, mal so ein bisschen was mitgeben. Mir fiel das damals auch sehr schwer. Wie machst du es und so? Und ja, wie gesagt, was heißt, es fiel mir schwer? Eigentlich fiel es mir sehr leicht und ich habe es heute nicht bereut. Ich würde aber an dieser Stelle auch erstmal wieder sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Einfach mal ein kleines Video gemacht. Vielen Dank für die ganzen Aufrufe. Vielen Dank für die ganzen Abos. Vielen Dank für die ganzen Likes. Und vielen, vielen Dank für euch, dass ihr einfach, ja, dass wir irgendwie so eine Community werden. Ich feiere das. Ich fühle es komplett. In diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.